Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ja, ihr seht im Hintergrund mein bisher krassestes Gameplay in Black Ops 4 und ich denke mal auch nicht, dass ich dieses Gameplay in nächster Zeit mal toppen werde, weil es von den Kills und Toten her das krasseste ist, was ich bis jetzt gemacht habe. Es ist auf jeden Fall ein 92:9 Non-Lethal, das heißt, ich habe hier die Hellstorm, glaube ich, nicht eingesetzt, glaube ich, vielleicht habe ich sie einmal eingesetzt, also das ist Drohne, Konterdrohne ist das Setup und wenn ich die Hellstorm eingesetzt habe, dann sage ich das gleich auf jeden Fall. Und ihr seht schon, wir haben eine lange, danke dafür, für diese nette Mitteilung hier, mein Handy, wir haben eine lange zweite Halbzeit erzwungen. Das seht ihr hier gerade, das ist ganz einfach, das kann jeder nachmachen. Indem ihr keine Flagge einnehmt und die B-Flagge uneingenommen bleibt während einer Halbzeit, endet sie bei 22 Punkten und ihr habt eine ewigkeitenlange zweite Halbzeit. Das ist einfach ein ganz kleiner Trick, um das Spiel ist natürlich nicht insgesamt unbedingt länger, aber ihr habt sozusagen den Vorteil, dass ihr euch in einer Halbzeit mehr konzentrieren könnt, sozusagen dieses Gameplay zu erspielen. Seht schon, wir hatten hier auch zu dem Zeitpunkt nur drei Gegner, das heißt, wir dachten alle nicht, dass es so ein krasses Gameplay wird. Nuklear ist es leider nicht geworden. Ich weiß nicht, was für eine Streak ich hatte. Keine Ahnung, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr es rausfindet. Und ich denke, es war eine Nuklear mit Ekia, aber das zählt nicht. Also, weil die Nuklear-Medaille dann nicht angezeigt wird. I don't know, Freunde. Auf jeden Fall, ihr seht gleich, wie wir heftig spawn-trappen auf der A-Flagge. Und ja, ich spiele natürlich die Titan. Klare Sache, ganz klare Sache. Die beste Waffe im Spiel. Ich werde dazu auch gleich noch was sagen. Beziehungsweise, das brauche ich gar nicht, weil es haben einige Leute für mich schon erledigt. Sehr interessant. Die Runde war aus mehreren Gründen cool. Erstens, weil das Gameplay gepasst hat. Viel wichtiger aber, weil es unglaublich Spaß gemacht hat. Ich glaube, ich hatte so einen Spaß in der COD-Runde und auch so ein Gameplay direkt nach Release hatte ich, glaube ich, seit 2015 nicht mehr. Wahrscheinlich nicht mal da. Seit 2013 hatte ich nicht mehr so ein Gameplay, glaube ich, was von der Intensität so hoch war. Und es war halt einfach geil. Also, was ich am besten finde, ist, dass ich mit Anton gemeinsam und in dem Fall auch Phalaxi und ein Kollege von Anton noch, der Philipp. Aber das Ganze gibt auch als Live-Commentary bei Anton, weil darauf komme ich gleich zu. Also ihr seht gleich, was ich meine. Auf jeden Fall, jetzt habe ich tatsächlich einen Headstorm-Kill gemacht. Also kann ich doch nicht Non-Lethal sagen quasi. Naja, Freunde, auf jeden Fall, es ist einfach geil, mal wieder mit Anton so einen ultimativen Spaß in Call of Duty zu haben. Und das ist ein Ultra-Hammer-Gefühl, Freunde. Im Übrigen, ab jetzt wird das Gameplay erst krass. Also ab jetzt wird es erst krass. Also jetzt, die nächsten Minuten, erwarten uns komplette Eskalation. Es ist einfach so ein schönes Gefühl, wieder mit Anton so heftig viel zu zocken und so. Das ist einfach der Hammer. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich mache das Ganze jetzt hier, um nochmal auf sein Video hinzuweisen, weil ich auch möchte, dass er wieder voll viele Klicks bekommt und so. Es läuft aber jetzt auch schon wieder viel besser bei ihm. Also check das Live-Commentary gerne ab. Ich werde hier aber auch gleich auf Kommentare unter seinem Live-Commentary eingehen und auf diese Kommentare so ein bisschen antworten. Das werden wahrscheinlich zum Großteil kritische Kommentare sein. Übrigens nett, wie er vor mir gespawnt ist. Das wollte ich nur schon mal direkt ansagen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Übrigens, ich habe mal geguckt, Antons Live-Commentary hat 93% Likes. Und seine normalen Videos haben 95% Likes. Das heißt, es geht hier gerade um 2% der Leute, die auch kommentieren und bewerten. Also um einen Bruchteil der Leute, die hier kritisiert haben, welches Liebe dieses Gameplay hier gespielt haben. Dass es hier komplett Spawntrap ist und dass wir die schlechtesten Gegner der Welt haben, müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Aber hey, das sage ich schon seit 2013, dass jedes Gameplay gegen solche erspielt ist. Auch in Fortnite ist jedes krasse Gameplay mit 30 Kills gegen die absoluten Bots erspielt. So ist es halt nun mal. Du kannst nicht gegen... Die meisten von euch sind gut. Wenn ich jetzt auf Twitter sehe, die ganzen COD-Leute gegen euch, die das am meisten kritisieren, gegen euch könnte ich so ein Gameplay nicht machen. Ganz einfach, da habt ihr recht. Das geht gar nicht. Genauso wie ihr es nicht gegen mich machen könntet. Das geht einfach nicht, weil das sind Gegner, der Typ ist Piraeus-Familie. Der Typ weiß wahrscheinlich nicht mal, wo sein linker Stick ist. Il Principo hat wahrscheinlich auch das Lenkrad angeschlossen, mit dem er spielt. Rechts Pedal rein, aim, linkes Pedal schießen und sitzt da so und aimt, Alter. Das kann ich mir schon so vorstellen. Und guck mal, oh, wie knusprig die gespawnt sind. Ja! 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 So, wir sind so auch durchgedreht. Anton und ich hatten auch so ein Lachflash kurze Zeit in dem Video. Also wirklich einfach nice, Freunde. Und ich habe einfach gerade den Spaß meines Lebens in Call of Duty. Ich bin leider 2 vor Nuklear. Mit der Maddox war das Spiel vorbei. Das wäre natürlich schön gewesen, hätte ich die erreicht. Dann hätte ich ja schön auch ein Video gegen die Titan-Hater machen können. Aber über das Thema rede ich gar nicht, weil das ist mir sowieso, keine Ahnung, Digga. Ich spiele halt die Titan, weil sie im Spiel ist. So, Freunde, der Nacht, habe ich jetzt, wie viel Prozent Akku habe ich eigentlich? 2%. Oh, das war's wieder komplett. Wir gehen jetzt auf ein bisschen Kommentare unter Antons Live-Commentary ein. Weil das ist praktisch, weil ich kann quasi die Kommentare schon vorausnehmen, die jetzt hier auf diesem Video kommen werden. Und kann dementsprechend schon so ein bisschen vorbereitet in diese ganze Sache reingehen, was natürlich sehr praktisch ist. So, Antonio, dann wird das Gameplay. So, und wir lesen ein bisschen Kommentare. Es ist quasi so, hier zum Beispiel ein typischer Kommentar.
absolut langweilig. Also es sind übrigens keine Top-Comments, die Kommentare haben 0 Likes. Anton hat das immer nach Neueste zuerst sortiert, was übrigens auch schlau ist bei so Videos. Ich meine, erstens finde ich es gut. Es ist das beste Zeichen für Call of Duty, dass es jetzt überhaupt so eine Art von Hate-Comments gibt. Weil das ist der Beweis dafür, dass den Leuten das Spiel wieder wichtig ist. Und das war die letzten Jahre ein Scheißdreck so. Hier habe ich 20er-Streaken übrigens. Also Leute, wisst ihr, das ist halt einfach zu krass, das Gefühl zu wissen, ey, die Leute feiern COD wieder so sehr und es ist einfach der Wahnsinn, dass sie sogar dazu bereit sind, schlechte Kommentare zu schreiben, weil es ihr Spiel ihrer Meinung nach angreift. Und das ist für mich ein geiles, das ist für mich wichtig. Die habe ich gebrannt und habe fast geheult im Übrigen. Könnt ihr auch im Live-Commentary hören. Absolut langweilig, aber gegen gute Gegner kommst du ja nicht zurecht. Und weil Pros sich auseinandernehmen, wie man weiß, suchst du dir No-Hand-Lobbys, um dich auch mal wieder König zu fühlen. Oh Gott, ey, das, wie er es kommentiert hat, diese Art und Weise ist ja so ekelhaft, Alter. Sorry, aber das ist bei Anton kommentiert, ne? Anton, der nochmal viel besser ist als ich, der auch viel besser ist als der Typ, der das Kommentar, den Kommentar geschrieben hat. Also wirklich, ich muss fast schon lachen, weil Anton, Ex-Profi-Spieler, der beste Public-Spieler der Welt in Black Ops 2, meiner Meinung nach. Ich habe alle Gameplays von allen Pubs, damit auch aus OP-Clan, damals Doom-Clan, alles angeschaut. Für mich war Anton der beste Public-Spieler der Welt. Ja, und dann schreibt er, gegen gute kriegst du ja nichts hin. Er hat so zwar schon die besten Spieler Europas komplett auseinandergenommen, auf LAN und so teilweise, aber naja, sehr gut. Finde ich sehr lustig. Es ist natürlich wieder so eine Art Kritik. Ja, das ist jetzt wieder das, was jetzt kommen wird. Sobald man auf Gameplays geht, regen sich die Leute, die Gameplays niemals erreichen werden, über die Leute auch, die Gameplays erreichen und schieben es dann auf die Gegner und so. Natürlich, Digga, ich habe Fortnite einen 15-Kill-Win, als ich so schlecht war, einfach weil die Gegner komplett schlecht waren, aber ey, wenn du dir solche Gameplays nicht angucken willst, dann ist YouTube der falsche Ort, weil du wirst kein einziges Gameplay gegen gute Spieler sehen. Kein einziges. Keins. Es gibt keins. Weil, stell dir doch mal selber vor, du sagst doch selber, du bist gut. Bro, könnte ich gegen dich dieses Gameplay erspielen? Nein, könnte ich nicht, Digga. Du bist zu gut dafür. Verstehst du das? Gegen gute Spieler was reißen, heißt für mich eine 2er-KD zurück und das drücken wir denn auch jede Runde. Also wir haben auch schon im Stream, wenn ihr mal im Stream vorbeischauen würdet, da haben wir schon die krassesten Leute auch auseinandergenommen, aber du halt eben keine Nuke geschafft, weil das eben schwer ist. Mit Orbi konntest du, also in Black Ops 2 habe ich teilweise richtig gute Gameplays gegen gute auch erspielt. In dem Spiel hier geht das aber nicht. Guck mal, Alter, da habe ich schon wieder die 10er-Streak. Das ist einfach, guck mal, wie lang die Halbzeit noch geht, Mann. Das ist so heftig, Leute. Auf jeden Fall haben wir genug Zeit, auf diese Kommentare einzugehen. So, hier zum Beispiel natürlich auch positive Sachen, ne? Wie froh ich bin, dass du wieder der Alte bist. Hashtag Legend Barca. So muss das auf jeden Fall sein. Dann haben wir hier wieder so ganz typisch, hört doch auf mit der Titan zu spielen, echt traurig. Bro, die Waffe ist im Spiel. Was können wir dafür, wenn diese Waffe nicht gepatcht wird, Alter? So, das habe ich auch gestern schon gesagt. Ich meine, das sind auch wieder nur 2% der Leute, die sowas sagen. Die Waffe ist halt einfach zurzeit gut. Und solange die Waffe gut ist, wird es auch die Waffe sein, die wir spielen. Und sobald dann eine andere Waffe overpowered sein wird, werden wir diese Waffe spielen. So wie jeder andere normale Spieler auch. Es gibt da ein paar Spieler irgendwie, die sich so, keine Ahnung was von Ehrenkodex verschrieben haben, keine starken Waffen zu spielen. Aber keine Ahnung, also ich finde alle Waffen langweilig. Das hätte man genauso wie die VMP in Black Ops 3 ist genauso overpowered wie die Titan. VMP, kein Recoil, heftige Feuerrate, heftiger Schaden. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie unbedingt fairer wäre. Aber es ist natürlich, wie gesagt, schön, dass diese Kommentare wieder da sind. Das heißt, wir wissen alle, COD ist wieder geil, Freunde. Auf Twitter wurde ich, glaube ich, in den letzten Tagen 30 Mal Hurensohn. Also meine Mutter wurde als Hure bezeichnet, weil ich in meinen Gameplays die Titan benutze. Alter, guck mal, was mache ich hier mit denen, Digga? What? Und der Typ hat richtig geschwitzt, der da reingejoint ist, dieser Pre-Coup. Wenn man stundenlang nach Noob-Lobbys sucht und dann solche Gameplays rausballert, darauf braucht man nicht stolz sein. Digga, wer sagt denn, dass man darauf stolz ist? Man hat einfach das Gameplay erspielt. Soll man dann extra nicht auf die Gegner schießen oder was? Übrigens war das meine erste Runde. Seht ihr, wie eingespielt ich da war? Gegen solche Lobbys, da kriegt man immer so auf einmal so die Überhände. Also dann auf einmal trifft man irgendwie alles. Ich weiß auch nicht. Das ist so eine Art, auch so, ich glaube, ich hatte auch letzte Zeit, das habt ihr im Stream vielleicht mitbekommen, immer ziemlich, oh, der hat mich echt geraped. Ah, da hatte ich schon einen 10.000er Score. Ich hatte immer Rückenschmerzen und in dieser Runde hatte ich absolut keine Rückenschmerzen. Ich war geheilt, Freunde. Einfach, weil man so unter Strom steht. Ihr seht schon, was das für Bots im Gegnerteam sind. Das finde ich auch, der Kommentar, da muss ich übelst lachen. Kannst du mal wieder BO2 zocken? Probier mal M27 mit Schaft, schnelles Magazin und Schallleerzeichen Dämpfer. Schick mir mal bitte eine FA-X-te Killerkatze und lass mal, er zieht es komplett. Lass mal 1 vs 1 machen mit der MSMC. Ich behaupte, dass ich besser bin. Den letzten Satz hatte ich noch gar nicht gesehen. Erstens finde ich gut, er will BO2 sehen, obwohl BO4 draußen ist. Das ist das erste Gute. Dann schreibt er seinen über-random Gamertag rein. Und am allerbesten finde ich aber,
dass er vorher eine M27-Klasse empfiehlt, als ob es so was brandneues ist. Übrigens, Get Raped Prequel. Also das finde ich am besten, dass er das macht und dann sagt er noch, ich behaupte, dass ich besser bin, aber er will dann aber auch nicht mit der M27-Klasse, sondern mit der MSMC das 1-on-1. Das ist auch sehr interessant. Sehr gut, Freunde. Was haben wir hier noch? Ja, es gibt natürlich auch, also mindestens genauso viele wie uns wegen der Titan verursachen, nehmen es auch wegen der Titan in Schutz. Warum heult ihr, ich sage jetzt nicht das Wort, blablabla alle rum, dass jeder die Titan spielt, ist doch normal, jeder spielt die Waffe, wenn sie stark ist, ihr, Punkt, kann ich schon wieder nicht sagen. Wie einfach jeder die Titan spielt, nur weil, ach, das ist halt einfach krass, Mann. Das ist halt einfach zu krass. Digga. Wirklich krass, also was da teilweise für Kommentare sind, ist wirklich so legendär, Freunde. Es ist wirklich legendär. Anton hat Phalaxi die Double in der Runde sogar versorgt. Ich spiele auf PS4, wo nur Kinder. Ey, das ist wirklich alle. Wir haben alle Klischees, wir sind wirklich gerade dabei, wirklich. Man muss wirklich krank Kommentare löschen zurzeit. Ist halt einfach Fakt. Man kann das nicht stehen lassen, Digga. Wenn man das hier stehen lässt, dann kommt man in eine ganz komische Welt. Ihr spielt auf PS4, wo nur Kinder und Noobs unterwegs sind. Kommt mal an den PC, dann seht ihr, ob ihr was reißen könnt. Bro, Digga, wir befinden uns im fucking Jahr 2018, Digga. Ich habe auch Fortnite auf PC gespielt die letzte Zeit, habe aber nicht gesagt, kommt dahin, weil da sind die Gegner stärker, beweist euch mal. Weil das sind immer die Leute, ich verstehe das nicht, Digga. Ich verstehe es nicht. Es gibt, wie kann es immer noch diesen Konsolenkonflikt geben? Bro, Digga, wir haben 2018, dann kauft ihr doch eine scheiß Playstation. Die kriegst du gebraucht für 150 Euro, Digga, funktioniert. Ist gute Qualität, funktioniert, Digga. Ihr seht schon, man muss sich ausrasten, Digga. Solche Kommentare, das kann man nicht auf sich sitzen lassen. Da kriegt man ja Krebs, ich mein's ernst, Digga. What the fuck? Im Übrigen, hau rein, Preco. Ich werd's jedes Mal sagen, da weil du drin geblieben bist in der Lobby, Bro. Auf jeden Fall, ey, das ist doch zu krass, Mann. Digga, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, solche Kommentare. Wirklich nicht. So, Alter, wenn du am PC nicht klarkommst, dann spiel halt nicht PC, Digga. Wisst ihr, Aimbro sagt auch zu mir, PC-Lobbys sind stark und ich weiß, PC-Lobbys sind stark, aber er sagt das nicht so wie so ein Vorwurf, sondern er sagt einfach, PC-Lobbys sind stark, Punkt. Und nicht, ihr könnt nur gegen Kinder und Noobs sein. Digga, das waren die Piraeus-Familie, möchte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, waren wahrscheinlich die schlechtesten COD-Spieler, die es jemals gegeben hat. Und gegen die haben wir hier gespielt und das ist auch kein Geheimnis, wir suchen ja auch diese Gegner. Zum Beispiel, ich merke immer, dass es den Leuten an sich aber sehr gefällt, weil ich habe zurzeit ungefähr auf Twitch 10-mal mehr Zuschauer als vorher mit Fortnite. Und zwar genau, wenn wir diese Lobby suchen und diese Games spielen. Weil die meisten feiern es. Und deswegen wollte ich auch sagen, ich weiß, die meisten von euch feiern es. Und die es von euch feiern, die müssen es uns öfter mitteilen. Weil die ganzen kleinen, ich sag jetzt mal keinen Ausdruck, aber die ganzen kleinen Nichtsgönner, die jeden Tag mit der Titan komplett zerstört werden, oder die gespawntrapped werden, oder was weiß ich, ja, die werden sonst laut. Deswegen müsst ihr auch, ihr müsst noch lauter sein. Die Positivität, die auf jeden Fall vorhanden ist. Ich meine, dieses Spiel, ich hatte gestern das COD-Event, im Übrigen, wird dazu noch ein Vlog kommen. Ich hab's auf jeden Fall, ja, ich sag mal nichts dazu. Es ist auf jeden Fall, wird ein Vlog kommen. Und ich bin zum Activision Community Manager gegangen und habe mich bedankt. Ich habe mich für dieses Game Black Ops 4 einfach bedankt, Leute, weil es einfach so gut ist und weil ich es so geil finde, dass wir dieses Spiel spielen können, Freunde. Und diese Positivität sollte auch überwiegen, und zwar darauf abgesehen, mit welcher Waffe man spielt. Ich habe auch neulich im Übrigen einen No Titan Stream gemacht. Gut, Freunde. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, dass ihr euch benehmt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.